Da wir schon ganz bald planen, unsere ersten Nächte in unserem Tiny House zu verbringen, möbliert zumindest oder mit Matratze, haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, wie kann man am ehesten dafür sorgen, mit geringem Aufwand, dass wir eben auch hier schlafen können, ohne das Gefühl zu haben, durch die vielen Fenster, die wir haben, beobachtet zu werden. Und haben deshalb diese Woche mal mit ein bisschen Deko verbracht, uns Gardinen gekauft und die ersten auch schon mal von meiner Mama zunähen lassen. Wir sind übrigens Ilan noch hinter der Kamera und Anja. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wie im Intro schon kurz angekündigt, heute geht es so ein bisschen um das Thema Deko. Wir haben auch jetzt in der vergangenen Woche Besuch gehabt von Toni und Markus. Und es war total schön, nochmal über die Gestaltung im Tiny House zu sprechen. Wir haben die beiden ja vor einiger Zeit besucht und auch diesen Besuch festgehalten. Wir verlinken euch das gerne nochmal. Und auch da haben wir immer wieder betont, wie inspirierend das ist, sich einfach mit Menschen auszutauschen, die schon im Tiny House leben. Und da ging es unter anderem eben natürlich auch um Sichtschutz, Gardinen, wie gehen wir damit um, gerade auf kleinem Raum. In unserem Fall haben wir uns überlegt, gehen wir eher auf Plissés vielleicht, um für Sichtschutz zu sorgen, um aber auch die Sonne vielleicht draußen zu halten. Wir sind aber auch totale Gardinenfans, haben das in unserer Berliner Altbauwohnung total geliebt. Man muss jetzt natürlich auf unser schmales Tiny House hin auch beachten, dass natürlich so Gardinen auch schnell die Breite des Hauses schmälern können, ne? Dass man sich schnell eingeengt oder bedrückt fühlt und haben lange nach Gardinen geguckt. Wir haben uns jetzt für einen total leichten Baumwollstoff in dem Fall entschieden. Optisch jetzt auch was Helles, damit der Raum auch weit und offen bleibt. Und da soll es eigentlich gar nicht so sehr um die Abdunklung gehen, sondern vielmehr um das Gefühl, ein bisschen Tageslicht noch reinzulassen, aber auch die Privatsphäre zu bewahren. Und das Spannende in dem Fall ist wirklich, dass wir entschieden haben, die Gardinen bis zum Boden hängen zu lassen. Wir waren uns nicht ganz sicher, wie lang wir sie haben möchten. Diese ist jetzt auch noch nicht gekürzt. Das ist so ein bisschen Work in Progress. Mal schauen, wie wir da zurechtkommen. Meine Mutter hat netterweise angeboten, ihre alte Nähmaschine wieder auszupacken und sich wieder ins Nähen reinzufuchsen. Da sind wir sehr, sehr dankbar für, weil wir da jetzt wirklich keine Nerven für gehabt hätten. Und demnach können wir wirklich sukzessive immer sagen, hey, komm mal rein und was meinst du, wie könnte man das kürzen oder auch in der Breite anpassen. Und das funktioniert echt, echt super. Gerade wenn man von kleinen Räumen spricht und wie man diese eben gestalterisch auch vergrößern könnte, hätte es noch die Möglichkeit gegeben, dass wir die Gardinen sogar noch höher ansetzen. Das hat eben den Vorteil, gerade eigentlich, wenn man nicht so eine hohe Deckenhöhe hat, dass der Raum höher wirkt. Und in unserem Fall, dadurch, dass wir ja hier gerade im Eingangsbereich, im Wohnbereich so eine hohe Deckenhöhe haben, war es unserer Meinung nach jetzt nicht mehr nötig, die Schals noch höher fallen zu lassen und haben das Ganze dann hier abschließen lassen. Hier wird am Ende ja noch eine Blendleiste hinkommen, um das Ganze auch optisch nochmal abzusetzen. Wenn wir jetzt merken über den Tag, wir brauchen noch einen zusätzlichen UV-Schutz oder möchten doch noch eine Folie von außen anbringen, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, mit einer Spionfolie zu arbeiten, um dann wirklich auch potenzielle Blicke abzuwenden. Ist auch eine Form von Einbruchschutz, auch das ist jetzt nicht ganz unwichtig, abhängig davon, wo wir vielleicht irgendwann stehen werden. Genau, aber so viel erstmal zu dem Eingangsbereich und weiter geht's direkt mit unserem Schlafloft, denn da wollen wir ja bald schlafen und da war es uns auch ganz wichtig, irgendwie zumachen zu können, ohne das ganze Haus abzudunkeln. Aber darüber erzählt euch Ilan jetzt mehr. Wir haben jetzt einfach mal die Gardine von hinten, dem Fenster hinter mir, also unserem Balkonfenster genommen, weil wir noch nicht so weit sind. Das Ganze ist noch in Produktion von Anjas Mutter, wo wir sehr, sehr dankbar sind. Wir fanden es ganz schön, den Raum hier auch so mal ein bisschen abtrennen zu können, also unseren Schlafbereich von dem Wohnzimmer / Küchenbereich abzudunkeln, wie gesagt. Hier oben ist das gleiche Schienensystem von IKEA, welches wir auch im Eingang verwendet haben, halt einfach nur eine Schiene. Das Ganze wollen wir hier noch etwas verkleiden, dass es etwas schöner aussieht und man den Übergang nicht so gut erkennt, aber sonst ziehen wir das dann einfach, selbst wenn es auch nur ein Tagesnickerchen ist, einfach zu nach Bedarf und haben dann natürlich zwei Schals, also einen auf der rechten Seite und einen auf der linken Seite. Also auch hier verwenden wir den gleichen Stoff, also ein blickdichter Stoff, der auch wirklich den Raum leicht abdunkelt. Hier haben wir uns allerdings für eine Stange entschieden, weil wir das recht unkompliziert fanden, wenn wir das hier oben
in der Wand integrieren. Wir können ja nicht in die Deckenplatte, weil die Deckenplatte ist eigentlich nur eine Sandwichplatte mit XPS-Kern. Daher dachten wir, wir gehen jetzt einfach mal an unseren Balken hier in den Seiten und es wäre relativ unkompliziert mit einer Teleskopstange. Und auch die kann man dann also so zuziehen. Und dann kommt natürlich noch die andere Seite dazu und sie stoppt, also die ist jetzt etwas länger als der Balken hier, als dieser Balkenabschnitt. Da müssen wir noch entscheiden, wie kurz wir das noch haben wollen. Also auch da werden noch leichte Anpassungen gemacht. Aber von der Breite ist sie auf jeden Fall schon mal etwas schmaler geworden, was wir ganz gut finden. Dann sammelt sich der Stoff hier oben nicht so. Das war es aber eigentlich auch schon. Wir haben jetzt hier auch den Vorteil, dass wir uns 3 Meter lang Gardinenstoff gekauft haben. Im Eingangsbereich gilt das Gleiche. Das heißt, wir haben auch noch 4 Stoff übrig. Wie bereits gezeigt, können wir also den gleichen Stoff hier auch oben im Loftbereich nutzen, zu beiden Seiten hin, also einmal den Balkon abdunkeln und einmal auch den Übergang hier in den Loftbereich. Der andere Vorteil ist, dass man damit natürlich nichts wirklich absperrt. Also wir haben jetzt keine Wand, sondern wir können das jederzeit öffnen und haben hier eben noch diesen Galeriebereich runter in das Arbeitszimmer. Ja, also wir fanden, das war die unkomplizierteste Lösung und es bringt natürlich, das muss ich auch echt sagen, sehr, sehr viel Wohnlichkeit rein. Also es fühlt sich, seitdem wir die Gardinen aufgehangen haben, schon wirklich deutlich wohnlicher an hier. Wir haben jetzt auch schon richtig Lust bekommen. Das glaube ich nicht. Also der Rasenmäher ist jetzt wieder angegangen. Das heißt, das ist das Zeichen, wir hören jetzt auf zu reden. Wir suchen jetzt einfach schon mal nach Matratzen, beziehungsweise nach der Matratze, weil wir richtig Lust bekommen haben, hier einzuziehen langsam. Und hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Ansonsten sehen wir uns in einer Woche wieder. Ciao!